Hallo, hier ist wieder Tanja Hansen von Ketzeding Saarland. Das hier ist Schnuppe. Schnuppe wird mich heute bei meinem Thema begleiten. Eine Frage von einem jungen Pärchen, dass ich ein Katzenpaar aus dem Tierheim holen möchte. Und das finde ich schon mal top, super. Katzen aus dem Tierschutz, ganz super. Und besonders, wenn man sich für ein Katzenpärchen entscheidet, denn Einzelhaltung ist nicht gut. So, jetzt ist das Mädchen aus diesem Geschwisterpärchen behindert. Das kriegt die Augen noch entfernt, wird kastriert dann noch. Und der Bub ist schon kastriert. Und jetzt fragt mich eben das Pärchen, kann das Tierheim die Übernahme von den Katzen eben verweigern? Dazu ist zu sagen, natürlich, klar. Denn die Katzen sind in der Obhut des Tierheims. Was du machen kannst oder was ihr machen könnt, einfach im Tierheim informieren, als Interessenten anbieten, anrufen, vorbeigehen am besten, auch mal angucken, das Geschwisterpärchen, ob es denn passt. Ich finde es auch wirklich ganz, ganz toll, dass ihr auch behinderten Katzen die Chance gibt, in ein neues, gutes Zuhause umzuziehen. Die haben nämlich immer ganz, ganz wenig Vermittlungschancen und daher echt top. Ich denke, dass auch nicht so viele Interessenten da bisher aufgetaucht sind. Von daher einfach mal vorstellen und auch ein bisschen den Leuten vom Tierheim erzählen, wie ihr euch das so vorstellt, wie die Katzen eben dort leben werden. Und ihr müsst damit rechnen, dass eine Vorkontrolle vom Tierschutzverein kommt, um da eben sicherzugehen, dass die Katzenhaltung gut gewährleistet werden kann. Und dann war noch eine zweite Frage. Ach so, wenn ja, was kann man dagegen tun, wenn das Tierheim die Übernahme verweigert? Naja, mit guten Argumenten kommen und sagen, pass auf, ihr habt eh keine Interessenten und bei uns ist die Katze eben oder die Katzen sind in guten Händen. Ladet das Tierheim tatsächlich ein, bitte kommt und schaut es euch auch an. Wir meinen es gut, wir sind uns unserer Verantwortung halt auch echt bewusst und gerade so ein behindertes Pärchen ist dann halt auch echt froh drum, ne? Gut, Teil 2 vom Video soll sein, wie kann man denn so einer blinden Katze dann halt ein schönes Zuhause bieten? Da sind halt ein paar Besonderheiten wichtig. Sachen müssen grundsätzlich dort stehen bleiben, wo sie sind. Also auch keine spontanen Geschichten wie, ich stelle jetzt mal schnell das Sofa um, weil gefällt mir dort hinten besser als da, wo es eben war. Wirklich, wenn die Katze einzieht, sollte wirklich alles schon da sein, wo es die Katze dann auch immer wieder findet. Fressplatz an dem Platz, wo es immer steht. Wasser auch, Toiletten, bei 2 Katzen 3 an verschiedenen Orten. Dann Kratzbaum und auch wirklich Einrichtungsgegenstände bleiben dort stehen, wo sie eben stehen. Dann auch nichts rumliegen lassen, bis auf Spielzeug natürlich. Das ist kein Problem, aber weiß ich nicht, irgendwie die Einkaufstasche unachtsam irgendwo hingestellt, das irritiert die natürlich, das verunsichert eine blinde Katze. Die können das wirklich sehr, sehr gut ausgleichen mit ihren anderen Sinnen, aber sie muss sich natürlich jetzt auch dann erstmal an eine komplett neue Wohnung und Umgebung gewöhnen und dann muss sie sich daran gewöhnen, dass sie eben dann komplett erblindet ist. Aber wie gesagt, mit der Zeit und mit Geduld ist das alles eigentlich gar nicht so dramatisch. Ich habe zum Beispiel einen tauben Hund zu Hause, jetzt schon der zweite. Der erste war auch schon fast blind. Die gleichen das wirklich aus und orientieren sich dann halt auch an dir. Ich meine, sie hören ja dann auch. Und ja, Kratzbaum ist natürlich auch noch so eine Geschichte. Sollte dann auch an einem festen Platz eben sein. Und ansonsten würde ich sagen, die Kätzchen sowieso zuerst zu zweit in ein Zimmer, dass sie sich da mal dran gewöhnen und dann so nach und nach vielleicht, gerade für die blinde Katze, immer ein Zimmer nach dem anderen. Und ja, Geduld, Zeit, Liebe, Streicheleinheiten und tatsächlich kann man auch mit blinden Katzen spielen. Geht natürlich nicht mit Laserpointer, aber vielleicht so mit einem Klingelbällchen oder mit Leckerlis werfen oder so Fummelbretter aufstellen und da dann eben die Leckerchens reinmachen. Und ansonsten gibt euch auch das Tierheim noch Tipps mit an die Hand. In eurem speziellen Fall ist es auch so, dass die Dame in der genannten Anzeige da euer Ansprechpartner ist und da auch Fragen gestellt werden können. Und ich denke, wenn ihr da wirklich ein verantwortungsbewussten Eindruck beim Tierheim hinterlasst und wirklich ernstes Interesse zeigt, dann dürfte da halt nichts dagegen sprechen, dass ihr das Geschwisterpärchen bekommt. Und ja, nochmal, toll.
Ob die Wette gilt. Nee, ich finde es echt spitze. Super, ich bin wirklich immer dafür, wenn Katzen oder Hunde aus dem Tierheim gerettet oder geholt werden. Die sind so, so dankbar, egal ob sie behindert sind oder nicht. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet und ich schicke liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal. Und habt ihr schon meinen ganz tollen Arbeitsunfall gesehen? Prima, ne? Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Okay, einen ganz tollen Tag wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.